Hey, 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 herzlich willkommen zurück zu Grounded. In dieser Folge haben wir gesagt, wir wollen uns um die Basis kümmern. Wir wollen ein bisschen ausbauen. Und ich habe natürlich wieder ein bisschen was vorbereitet. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Und zwar habe ich natürlich wieder ein wenig gesammelt. So, ich zeige das mal. Ich habe hier schon so ein bisschen was hingesetzt. Das Sammeln war vielleicht ein bisschen verrückt. Wie ihr seht, habe ich hier schon einen Haufen Holz gesammelt. Ein Riesenhaufen Gras. Aber Leute, das war's noch nicht. Ich habe noch ein bisschen mehr Gras gesammelt. Und noch einen Riesenhaufen Holz. Damit das Ganze hier auch gut vorwärts geht. Alles klar, ich würde sagen, wir legen mal los. Ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Und zwar dachte ich, wir können hier den Boden mal etwas erweitern. So. Ja. Dann ist das hier... Ich bin ja doch gelegentlich hier zwischen mal durchgefallen. Dem Ganzen wollen wir jetzt mal Abhilfe schaffen. Das machen wir jetzt mal. Und dann erzähle ich euch... Ich habe mir noch was überlegt, was wir machen könnten. Das ist aber auch schon wieder völlig verrückt. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal machen wir die Böden hier fertig. Ach so, Mensch, Leute, bevor ich das vergesse. Als ich beim Sammeln war, ist mir Folgendes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Patch oder sowas gab, von dem ich nichts mitbekommen habe. Oder ob das irgendwie im Hintergrund gemacht wurde. Auf jeden Fall funktioniert der Dew Collector wieder. Und hier der Mushroom Garden. Und auch Tau an den Bäumen und so weiter. Es funktioniert alles wieder. Also wir können wieder ganz normal zocken. Das macht uns das Leben natürlich wieder deutlich einfacher. Brauchen wir erstmal nicht mehr aus dem Tümpel trinken. Richtig gut. Ja, da seht ihr es. Da sind sie auch schon. Die Mushrooms. Nehmen wir direkt mal mit. Unten höre ich doch die ganze Zeit eine Spinne. Oh, ich zeige euch mal, was ich noch gemacht habe. Und zwar, ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe mir ein paar Pfeile geholt. Beziehungsweise gecraftet. Die macht ihr ja aus diesen, das Wanzen, glaube ich, ne? Die müsst ihr platt machen. Und dann braucht ihr diese Nadeln. Und ich weiß nicht, ob man das hier was sehen kann. Schauen wir mal eben. Ah, ich halte hier mal so. Da, diese lila Blume. Da einmal gegenhauen. Dann habt ihr auch die Nadeln. Und da sind wir wieder bei der Location hier von der Base. Die ist wirklich gut, weil es so viele Ressourcen hier in der Umgebung gibt. So, das ist doch schon mal perfekt. Und ich hatte auch wieder einen kleinen Disput mit einer Spinne. Aber da ich hier oben stand, dann einfach den Bogen benutzt habe, Pfeile habe ich ja genug, konnte ich sie damit einfach wegschießen. Super. Und genau das, ihr wisst, was jetzt kommt, werde ich auch mit dem Marienkäfer machen. So. Das sieht vielleicht gar nicht so viel aus, aber... Boah, ich sag mal, das Zusammensammeln waren bestimmt oh, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Nur das Material zusammensammeln. Also. Aber das dachte ich, müsst ihr euch ja nicht unbedingt mit angucken. Das Bauen an sich ja viel mehr Spaß macht. So. Hoffe ich mal, dass es überhaupt reicht, das ganze Gras, auch für diese ganze Fläche hier. Weil 4 Stück pro Platte, sag ich mal, ist ja schon recht viel. Ah, wir schauen mal. Genau, den anderen Plan erzähle ich euch gleich nochmal. Das kann ich euch jetzt machen. Und zwar hatte ich mir gedacht, dass ich mir eine Art Leuchtturm baue. Der muss natürlich dementsprechend hoch sein. Und mit so einem kleinen Plateau oben, sag ich mal, wo wir dann auch runterhüpfen können und unsere Gleiter, sag ich jetzt mal, benutzen können. Und das habe ich mir gedacht, machen wir nämlich hier hin. Ich habe das hier nämlich auch schon vorbereitet. Da wird sehr viel Holz bei drauf gehen. Das wird dann das Fundament und dann soll es hier halt hochgehen. Auch dann mit Fackeln oben drauf und vielleicht hilft uns das ja auch, wenn wir weiter weg sind, dass wir schon
gar nicht mehr auf die Karte gucken müssen, um zu sehen, wo wir hin müssen, sondern uns einfach daran orientieren. Oha, ich sehe schon. Das mit dem Gras wird doch knapp. Das war schon. Also zumindest hier unten. Na gut, aber so kann man schon wirklich sehen, wie unsere Base wächst. Das wäre schon ein großes Ding irgendwann. Aber hier ist ja zum Glück auch noch was. So, hier, genau, hatte ich mir gedacht, brauche ich mir einfach mal einen Stuhl hin mit einer Lampe. Kann ich hier schön runter gucken. Da soll der Basketballkorb hin. Mal schauen, was ich dafür brauche. Das können wir doch schon mal reinballern. So. Ach so. Und hier oben das Dach habe ich tatsächlich fertiggestellt jetzt. Das war ja noch offen hier. Diese Fläche und die Wände hier. Aber das habe ich jetzt fertig gemacht. Und hier wollte ich das hinstellen. Hier für so Rüstung und sowas. Und hier für Waffen. Bauen wir mal. Das hätten wir auch. Das auch. Ach. Ja, okay. So, das ist ein schönes Hin und Her. Aber gut. Bauen ist ja die andere Hälfte vom Spiel, sag ich mal, neben dem Erforschen und sowas, ne? Falls das Gras nicht reicht, dann bauen wir halt noch ein bisschen was ab. Da zeige ich euch mal meine Location dafür, wo ich immer wieder hingehe. Nehme ich eigentlich immer nur 4 mit. Ich kann auch 5 tragen. So ein Quatsch. Oh. Das sieht doch schon ganz gut aus. Mal schauen, so weit weg ist das Wasser gar nicht mehr. Oh. Hier noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Nachschauen. So. Okidoki. Hopp. Na, oder reicht das Gras doch? Ja, und hier haben wir natürlich jetzt eine ziemlich große Fläche, wenn wir die ganz bis da hinten durchbauen. Ja, schauen wir mal, was es noch denn für Zeugs gibt. Hoffentlich ja, wie gesagt, mit dem Inhaltsupdate, was ja in 2 Wochen kommt. Wo wir da ein bisschen was dekorieren können, außer jetzt, also Lampen hätte ich jetzt sowieso mit hingebaut. Einfach für die Nacht, damit der Weg ein bisschen schön beleuchtet ist. Ja, aber vielleicht gibt es denn ja noch mehr.
Und ich muss noch mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch noch was beim Burgel. Bei dem war ich ja schon ganz lange nicht mehr. Und wir können da ja noch mehr kaufen. Wäre ja auch eine Idee. Dafür bräuchte ich aber, glaube ich, noch ein paar Science-Punkte. Aber die besorgen wir uns einfach, indem wir den Marienkäfer töten. Eines Tages ist es soweit. Leute, wir brauchen noch 16 Mal Gras. Das könnte doch hinhauen. Hier, guck mal, da könnt ihr es sehen. Es funktioniert wieder. Und genau. Und hier habe ich tatsächlich jetzt auch schon was drin. Also, das läuft schon mal. Habe schon gedacht, dass ich mir einen zweiten Dew Collector baue, einfach um den Wassertank immer voll zu halten. Sehr gut. So. Mal hier lang. Ja, um das Holz zu sammeln, das dauert halt immer ein bisschen länger. Und ist dafür aber auch deutlich schneller weg als das Gras. Also wenn wir jetzt dieses Fundament oder beziehungsweise das Gerüst, was ihr denn hingesetzt habt, gebaut habt, dann glaube ich, ist schon fast alles vom Holz weg. Wenn nicht sogar alles. Naja, wir werden sehen. Sieht doch gut aus, das wird reichen. Hier brauchen wir nur einen. Ja gut, da vorne habe ich nur zwei Wände gesetzt, aber die sind erstmal nicht so wichtig. Aber für die Fläche hier reicht das ja schon. Das ist doch cool. Guck mal, kann ich sogar eine Wand noch setzen. Das ist doch schön. Und welche nehmen wir? Ach, wir nehmen mal die hier. So. Schauen wir auf die Uhr. 19:45. Würde ich sagen, wir warten noch mal eben bis zur Nacht. Und dann bauen wir halt am nächsten Tag weiter. Man hört das ja immer, wenn es 20 Uhr ist, dann kommt hier die andere Musik, das UI verändert sich ein bisschen. Da haben wir es. So, Pidi. Zeit zum Bubu machen. Perhaps we should make camp for the night? Mhm. So, so. Wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen mal eben den Basketballkorb. Zu Ende. Was brauchen wir denn? Ein Holz und zweimal Spinnenweben. Das ist ja nicht das Problem. Ach ja, ich habe die Kisten auch ein wenig aufgeräumt. Tauschen wir das mal kurz durch. Und hier ran. Schön. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Ball. Ist irgendwie traurig. So, so. Jetzt können wir das wieder austauschen. Und ich würde mal sagen, hier haben wir soweit alles. Oben. Ach, wisst ihr was? Wir gucken mal eben nach dem Stuhl. Oh, muss auch was essen und trinken. Genau. Hier haben wir ein paar Pilze. Die hauen wir uns direkt rein. Immer rein damit die. Machst das gut. So. Was brauchen wir denn für den Stuhl? 5 Spricker. Ein Gras. Okay. Das machen wir, wenn wir mit dem Holz fertig sind. Dann hau ich da hinten nochmal einen Grashalm um. Dann können wir auch die zweite Wand damit fertig machen. Also hier diese Wand da. So. Jetzt geht der Spaß hier los. Ist natürlich die Frage, ich habe sie hier unten, die, also zwei Stück übereinander gesetzt. Ich glaube, das brauche ich gar nicht.
Wir können ja mehr oder weniger in der Luft bauen. Wenn ich das nicht brauche, mache ich das natürlich nicht. Ne? Kann ich schön Holz sparen. Na, wir schauen mal. Das heißt, wir schauen mal. Also, es geht ja ganz offensichtlich. Wir müssen hier natürlich als nächstes dann wieder Grasplatten rauf, also Grasboden. Oh, da muss ich trotzdem noch einmal runter und das alles wegmachen. Sonst habe ich hier immer diese Hammer, die hier aufleuchten. Das nervt ja dann doch ein bisschen. Aber das sollten wir wohl hinkriegen. Mensch, ich dachte, hier geht viel mehr Holz bei drauf. Aber es geht ja tatsächlich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die 4 Holz kosten. Aber kostet ja bloß 2. Dann passt das ja. Das. Ja, und dieses Quarz oder was das sein soll, müssen wir uns auf jeden Fall besorgen. Bei mir geht nämlich langsam alles zu Bruch. Ich glaube, ich habe mir schon 2 neue Äxte gebaut, wo ich noch keine Lust hatte, da irgendwie loszugehen und das zu suchen. Habe ich sie mir einfach neu gebaut, aber das auf Dauer ist natürlich Quatsch. Sind das, ne? So, hier brauche ich nur einen wahrscheinlich, ne? Oder? Ne, auch 2. Guck mal. Und schon sind wir hier drüben. Wir könnten theoretisch Riddy ausflippen. Okay, dann können wir das ja schon mal hier so ransetzen jetzt. Manchmal muss es nur so ganz schnell hin und her. So wie eben. So. Ihr seht, was ich meine, ne? Ja, okay. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist ja, dass wir hier unser Fundament vollkriegen. Beziehungsweise unser Gerüst. Das wäre aber ein ganz schönes Projekt, weil der Turm natürlich sehr hoch werden soll. Haben wir eine schöne Aussicht, können da runterhüpfen und können hoffentlich auch von Weitem sehen, wo wir hinlaufen müssen, wie gesagt, ohne die Karte zu öffnen. Schaut mal an. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt muss ich natürlich wieder viel mehr Gras sammeln, als ich eben sagte. Aber das ist ja nicht so schlimm. Was brauchen wir denn hierfür? Oh, 2 Sprit noch. Noch die. Die haben wir doch hier irgendwo. Hier nicht, aber ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen. Mein Inventar auch immer so voll ist, ne? Aber gut. Das ist nicht schlimm. So. Das hätten wir schon mal. Bis aufs Gras setzen wir da jetzt auch schon mal alles ein. Achso, nee. Dann pick ich die dir nochmal einen rein. Worse than my mom's Brussels sprouts. Ach was. Ihr könnt übrigens, wenn ihr Gras abbauen wollt, ne, da braucht ihr nicht unbedingt die Axt für. Ihr könnt tatsächlich auch dieses
eine Lava Blade für nehmen. Damit geht es genauso. So, und die Parts packen wir wieder hier rein. Die Ameisen-Parts. Jetzt, wo wir es einmal sortiert haben, wollen wir es natürlich auch sortiert lassen, ne? Sehr, sehr gut. Okay. Wir werden mal einmal zumindest Gras abbauen. Ach hier, da seht ihr es schon. Die kann ich schon gar nicht mehr benutzen, weil sie hinüber ist. Oh, bauen wir uns jetzt wieder eine neue? Nee, ich glaube nicht, oder? Das wäre ja Quatsch. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt den Bogen. Wir haben 126 Pfeile. Ich werde mir eine gute Position suchen. Einen Marienkäfer. Und das war's jetzt mit ihm. Ich muss ja bloß auf irgendeine Erhöhung kommen, wo er nicht rankommt. Und er darf dann halt nicht weglaufen. Ne? Man muss ja immer ihn in der Nähe behalten. Oder so wie hier. Ich gehe einfach die ganze Zeit rückwärts. Mal gucken, ob das aufgeht. Okay, ja. Spinnen sind hier auf jeden Fall. Den wollen wir nicht. Na, guck mal, jetzt sieht das aber schon nach einer ganzen Menge aus. Junge, Junge. Wir suchen uns mal eben eine kleine Erhöhung. Vielleicht können wir ihn ja erspähen. Ich habe das Gefühl, dass die Performance wieder besser geworden ist. Ihr könnt mich da wirklich mal aufklären. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich hatte ja gesagt, dass ich dachte, die Performance hätte sich ein bisschen verschlechtert. Jetzt scheint es wieder besser geworden zu sein. Denke ich. So, ich lasche jetzt einfach mal Richtung Anfang hier, Richtung Maschine. Oder auch nicht. War das ein Käfer oder waren das Ameisen? Ah, guck mal, hier könnt ihr es auch sehen. Und da ist wieder Tauwasser dran. Huch! Ich bin so ein Schreckschwein hier. Meine Güte. Richtig erschrocken gerade. Oh, das ist ein anderer Käfer irgendwie. Aber ich wollte ja sowieso in die Richtung hier. Ist aber gut. Hui. Ja, richtig? Ja, ne? Jo. Jetzt will nur noch einen Marienkäfer finden, ne? Ich weiß, wo auch noch ganz viele waren. Hier unten. Boah. Da ganz hinlatschen. Nützt ja nichts. Laufen wir mal los. Was ist denn das? Sagt er gar nichts zu? Naja, vielleicht auch Inhaltsupdate. Ach, da geht noch so viel. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ist ja hier weiterhin, ne? Oh, oh, er ist da.
Genau, hier sind wir wieder. Da, wo wir das Lava Blade gefunden haben, in der Ecke. Wir müssen ja wieder zur Hecke kommen, sag ich mal. Da gibt es jede Menge Spinnen, aber ja auch Marienkäfer. Hoffe ich zumindest nicht, dass wir jetzt ganz umsonst dahin latschen. Das wäre ja auch ärgerlich. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Oh, Pi. Du bist auch manchmal eine Wurst, ey. Das ist Wanzen? Ich glaube schon, ne? Wanzen müssen das sein. Leute, ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Marienkäfer erledigt habt. Das würde mich echt mal interessieren, weil kann gut sein, dass ich mich auch teilweise zu blöd angestellt habe. Alleine, weil ich das Blocken ja nicht so richtig nutze, sag ich mal. Ja. Sag mal was dazu. Das passt gerade ganz gut. Boah, den nehmen wir auch noch mit. Aha. So. Deine Zeit ist gekommen. Deine nicht? Deine. Brauch nur ein Plätzchen. So, hier wird er raufkommen. Brauch nur eine kleine Erhöhung. Huch. Komm ich auf das Blatt rauf. Ja. Ich habe gedacht, das klappt. Okay, wisst ihr was? Was soll's? Ich versuch's. Uiuiui. Hey. Ui. Hey. Das ist jetzt nicht so günstig. Pidi. Auf mal weg. Das hat ja fast geklappt. Okay. Ist nicht schlimm. Wir können da wieder hoch. Wie gesagt, ich brauche nur eine gute Stelle. Jetzt haben wir zwar ein paar Pfeile verschossen, aber naja, wir haben ja noch über 100. Die Position ist es. Brauche eine gute Position. Na ja, gut, so viel zu den Pfeilen, die wir verschossen haben. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Mal schauen, treffen wir hier nochmal? Jo. Hier haben wir immer noch keine Erhöhung. Ich glaube, ich sollte mal aufhören, so komisch zu hüpfen. Wow. Shit. Oje, Leute. Das war kacke. Da hat er mal richtig Anlauf genommen. So, da sehen wir es auch schon. Nur noch 700 Zentimeter ungefähr. So
ganz nice, dass es in Zentimetern angegeben ist. Ja, gut. Da kommen wir recht zügig hin. Nein, 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 nicht jetzt. Na, seht ihr mal. Hier gibt's auch wieder Clay. Zeit für ein kleines Bad. Pili gibt richtig Gas beim Schwimmen, wie ein Krokodil. Oh, passt da. Ah, den kriegen wir noch. Ich dürfte es natürlich nur nicht erwischen lassen hier. Alles sollte nehmen, Pili. So, bevor wir das wieder vergessen. Genau, a little less squishy. So. Komm her, du Lümmel. Wo treibst du dich rum? Ach, guck mal, hier wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich hier hoch könnte. Fehlt mir nur noch der Käfer. Und da ist er. Oh, direkt am Baum. Das könnte gut sein. So, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Nein, nicht verklauen. Oh, shit. Oh, das ist aber... Ach, Mensch. Darf halt nicht weg, sonst können wir den ganzen Spaß wieder von vorne machen. Nein, nein, nein.
What's up, los? Boah, ich dachte schon, dass wir es wieder verkackt haben jetzt. Oh, ich bin gar nicht auf dem Baum. So. Puh, Schwein gehabt. Für die ganzen, ich würde sagen, vor lauter Pfeilsymbolen sehe ich den Käfer schon gar nicht mehr. Oh, oh, oh. Geh die, Vorsicht. Nicht übertreiben. Geschafft, endlich. So, wenn wir möchten, können wir hier noch ein paar Pfeile einsammeln. Ladybug! Okay. Habe ich alles eingesammelt von ihm? Cool. Also, so kann man es halt machen. Einfach 1 Million Pfeile draufballern. Schauen wir eben. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Wo ist es denn? Ach hier. Shell. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Möglichkeit, wie wir es machen können. Das wird super. Puh, sammle ich die ganzen Pfeile ein. Ich hoffe, man hört das Geklacker jetzt von dem schnellen Drücken nicht so. Drückt so schnell auf den Controller hier rum. Wer macht denn hier so eine... Leute, wisst ihr was? Den Rest als hier liegen. Scheiß drauf. Es ist 18:25. Wir sehen zu, dass wir jetzt fix nach Hause kommen. Weil ich mich hier unter der Hecke auch überhaupt nicht wohl fühle. Weil es hier auch genug Spinnen gibt. Und ich würde sagen, da latschen wir nochmal fix hin und analysieren das. Und dann müssten wir auch irgendwie Axt Level 2 da freischalten. Zumindest hoffe ich das. Und wieder, ich sag das ja schon mal, das ist nicht nur der Marienkäfer, wo wir den Teile von brauchen, sondern auch von irgendeinem anderen Käfer oder Insekt. Das müssen wir uns dann danach mal angucken. Aber erstmal geht's jetzt ab nach Hause. Den langen, weiten Weg. 700 Zentimeter ungefähr. Boah, Pidi. Richtung Baum müssen wir ungefähr. Ja, Leute, aber das lief doch jetzt ganz gut. Das war doch echt nicht schlecht. Viel gebaut, Marienkäfer endlich mal erlegt. Pfeile sind's. Oh, Pidi ist auch langsam hungrig. Schau gleich mal, ob ich noch ein paar Pilze mit dabei habe. Ganz locker. Ja, oh, Pidi. Ah, nicht so anstellen. So, wir schauen mal eben, ob wir so richtig unterwegs sind. Oh, das sieht gut aus. Ab die Post. Wir werden das nochmal machen, dass wir einfach mal auch eine Nacht durch die Gegend streifen. Das haben wir noch gar nicht gemacht jetzt. Und mal gucken, wie das halt so ist. Könnte ja auch interessant sein. Wobei ich gehört habe, es soll halt einfach ein Stück schwerer sein. Ich glaube, er erholt sich dann nicht mehr so schnell.
Wo? Guck mal, das schaffen wir doch noch vor Einbruch der Nacht, ne? Oh, wäre knapp, aber... Ja. Fehl dich mal durch hier. So. Ja, hier mache ich mal das Gras weg. Das sieht man hier vielleicht auch an den ganzen... Was hier so aufleuchtet. Aha. Wir gehen das aber noch mal eben analysieren. So viel Zeit muss sein. Erstmal das. Die Beeren. Berry Chair. Yay. Ladybug Chestplate und Ladybug Faceplate. Okay. Also nur Rüstung. Keine Axt. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Wir werden einfach noch einen Marienkäfer töten und vielleicht auch noch andere Tierchen. Guck mal hier. Oh, wie schön das ist. Don't even need to boil it. Klatsch hier mal alles rein. Immer schön leer machen, ne, damit auch immer genug nachwächst. So, jetzt können wir mal eben schauen, was wir sonst noch dafür brauchen. Und wie gut die Rüstung überhaupt ist. Oha, da müssen wir... Flower Petal. Ach, diese haben wir ja auch hier. So. Aber die tun sich nicht viel mit dem... So. Oh doch, die sind doch... Noch besser als die Spinnensachen. Und unsere Blockstärke wird dann erhöht. Ja, dann müssen wir noch ein paar Ladybugs erlegen. Aber gut, das ist ja gar nicht schlimm. Mit genug Fallen geht das. Spitze! Achso, jetzt wollte ich mich hier hinsetzen, aber naja. Das haben wir eben nicht gemacht. Ist aber nicht schlimm. Ja, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen Gras sammeln, damit wir dann hier auch weitermachen können. Was brauchen wir denn hierfür überhaupt? Ja, machen wir alles beim nächsten Mal, glaube ich. Gehen wir hier runter. Ach genau, hier ist ja... Genau, jede Menge Gras. Und dann bauen wir uns hier schön Treppen lang, die dann immer... So im Kreis immer höher, immer höher, immer höher. Und oben soll dann so ein Plateau und ein kleines Häuschen drauf. Ein paar Fackeln. So ist der Plan. Aber vielleicht sollte ich mich mal entscheiden, womit ich anfange oder weitermache. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wollt ihr den Leuchtturm haben? Oder wollt ihr den Steg hier weiter bis zum Wasser? Und auf dem Wasser, ich sag mal, noch ein Haus, ein Bootshaus, was auch immer. Ich denke mal, mit dem Wasser wird auf jeden Fall was passieren im nächsten Abend. Na, im nächsten Update, mal gucken. Aber in der Zukunft, sagen wir es mal so. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben ganz gut was geschafft. Und wir wenden das hier. Und bis dahin, ciao, ciao.